aber nur zusammen mit dem Anwalt dann machen. Man muss auch wirklich aufpassen, was man da unterschreibt. Aber eine Klage ist sicherlich, wenn ich mir die einhandle und die verliert man, sicherlich teurer, als wenn ich einfach die Unterlassungserklärung abgebe. Aber hier auch ein bisschen vorsichtig sein, also nicht einfach irgendwie blind irgendwas unterschreiben, das schon abklären und sich beraten lassen. Aber bevor man sich verklagen lässt, lieber die Unterlassungserklärung abgeben und dann ist man aus dem Schneider. Ja, bitte. Eine kurze Frage habe ich nochmal, und zwar, weil wir jetzt festgestellt haben, dass das einfache Katalogisieren eigentlich ja noch nicht Straftatbestand ist. Auf Basis welcher rechtlichen Grundlage erfolgten denn in der Vergangenheit die Beschlagnahmung von Notebooks? Ich meine, aus dem bayerischen Raum kam es mal vor, wenn man dort im Auto drei Personen mit aufgeklappten Notebooks und WLAN-Antenne auf dem Dach gefunden wurde, dass mal eben schnell das Equipment beschlagnahmt wurde, wenn man einfach sagt, wir fahren hier nur rum und katalogisieren nur als Beispiel. Ja, da gibt es wohl keine reale Handhabe, aber es gibt eben, der Herr Vetter hat dazu gestern einen sehr, sehr schönen Vortrag gehalten, den wir auch hier empfehlen würde. Ich bin da nicht der Spezialist, was StPO angeht. Es gibt wohl materiell also es gibt keinen Straftatbestand erfüllt, also dürfte eigentlich auch keine Beschlagnahme stattfinden. Allerdings gibt es halt sowas wie die kriminalistische Erfahrung. Der Herr Vetter hat gestern gesagt, es ist sowas wider jede Logik. Ja, da sagt einfach einer, das ist halt in 9 von 10 Fällen so, und dann ist es halt so, und dann nimmt das halt mit. Würde ich empfehlen, den Live, die Aufzeichnung, sobald sie online ist, vom Herrn Vetter sich anzuschauen. Wirklich sehr schöner Vortrag, auch sehr unterhaltsam. Und der geht da im Detail darauf ein, was da eigentlich vorliegen muss. Ist wirklich hochproblematisch in der Praxis, weil das auch von den Gerichten sehr lax gehandhabt wird. Also die kennen sich ja alle, ja, da am Amtsgericht, und die unterschreiben das dann einfach. Diesen Unterlassungsanspruch, der kommt ja meistens als wie heißt es, Abmahnung. Ja. Das heißt, es kostet was. Ja. Jetzt ist die Frage, sollen wir es gleich unterschreiben, weil du gesagt hast, dass bevor man es zu einer Klage kommen lässt, sollte man besser unterschreiben. Aber wenn der Anwalt da natürlich sehr viel Geld haben will, dann ist es natürlich zu überlegen, was tut man denn dann? Also wenn es um zwischen Privatpersonen dürfte die Abmahnung meines Wissens nicht kostenpflichtig sein. Also das ist vor allem im Wettbewerbsrecht immer und im Urheberrecht problematisch. Da ist also gängige Rechtsprechung, dass man schon mal die Abmahnung bezahlen muss. Aber ansonsten ist es meines Wissens, bin da auch kein Experte für, weil das Juristische ist ja wirklich so breit. Meines Wissens zwischen Privatpersonen dürfte da die Abmahnung eigentlich nicht kostenpflichtig sein. Also da wird schon verlangt, dass man erstmal normal miteinander redet. Und erste Abmahnung dürfte eigentlich, wenn der sofort zum Anwalt rennt und sagt, mahn den mal ab mit Unterlassungserklärung, und da ist also kein Wettbewerbsrecht im Raum, dürfte eigentlich nicht kostenpflichtig sein. Wenn ich dann natürlich zum Anwalt gehe und sage, hier berat mich mal, ich möchte jetzt hier eine Unterlassungserklärung abgeben, bevor mich der verklagt, das kostet natürlich schon was. Aber es ist bei Weitem sicherlich nicht so teuer, weil die Streitwerte eben relativ niedrig sind, als wie jetzt so eine Abmahnung nach UWG, weil die machen immer gleich Streitwert 15.000 Euro oder 10.000 Euro. Noch irgendwas zu den Unterlassungsansprüchen? Ja, ich habe noch eine kurze Frage. Unser Rechtsanwalt sagte, dass gerade mit dem Beispiel zur Polizei, dass der bloße Verdacht ausreicht, so Laptops einzuziehen, weil es könnte ja eine Straftat oder eine Straftat vorlegen, ja. Ja, aber es reicht der Anfangsverdacht. Und der Anfangsverdacht ergibt sich eben aus Anhaltspunkten, aus tatsächlichen Anhaltspunkten und der kriminalistischen Erfahrung. Und da sind wir eben an dem Punkt, wo man dann sagt, okay, ist jetzt, also meiner Meinung nach ist das rechtswidrig. Also wenn einfach einer mit dem Notebook aufgeklappt da sitzt und surft, wo ist da der Anfangsverdacht? Ja, also sehe ich nicht. Aber also wir haben das auch, ich habe mit dem Chaos Computer Club Darmstadt, die haben mir dieses C-Radar vor kurzem im Interview gegeben, Radio, und ich habe das auch mit ihm diskutiert, das ist wirklich hochproblematisch. Also meiner Meinung nach rechtswidrig, aber es ist schwierig, sich in der Praxis sich dagegen zu wehren, hat der Herr Vetter gestern auch nochmal dargestellt. Also in der Praxis wirklich, wenn das Notebook weg ist, ist es wohl erstmal weg. Es sei denn, man hat wirklich Glück, man kann dann Beschwerde machen. Und wenn man das gut begründet und so, hat man da eine Chance. Aber wenn man einfach nur hinschreibt, hey, das geht ja so nett, ja, dann sagt der Amtsrichter, ja, okay, wenn du meinst, aber. Wir hatten halt die Erfahrung gemacht, dass wir halt einen Laptop im Auto saßen, einer hatte ein Navigationssystem an und der andere hatte DVB-T geguckt. Dann kamen halt so zwei Kollegen und dachten jetzt, haben erst ganz erstaunt geguckt und guckten und guckten. Sind sie dreimal ums Auto rumgerannt und dann sind sie vor zurückgefahren und jetzt dann sind sie dann auch stehen geblieben und fragten, was wir hier machen. Und ob wir da so Funkdinger machen, war dann die Frage. Dann sagt man, ja, nee. Und dann haben wir angefangen, das denen zu erklären, was wir hier eigentlich machen, und haben sie uns alle mit großen Augen angeguckt und haben gesagt, nee, also da liegt jetzt wirklich jetzt nichts vor, wir fahren jetzt mal weiter. Aber das nächste Mal, wenn wir doch was, irgendwelche böse Absichten haben, würden sie dann doch die Laptops einkassieren. Darum war ich da etwas.
Ja, wie gesagt, also der Umgang mit solchen Beschlagnahmen so ist in der Praxis wirklich hoch problematisch. Der Herr Vetter hat das wirklich auf eine Dreiviertelstunde ausgebreitet. Ich würde da lieber darauf verweisen, bevor ich jetzt hier irgendeinen Schmarrn erzähle. Dann wird es jetzt langsam interessant, weil es auch teuer werden kann. Es geht jetzt um einen Schadensersatzanspruch. Erstmal vielleicht überraschend, wenn ich in einem unverschlüsselten Netzwerk surfe, kein Schadensersatzanspruch. Wenn ich zumindest dann nicht, wenn ich das nicht vorsätzlich sittenwidrig mache. Das heißt, wenn ich das nicht mache, um den anderen zu schädigen. Also wenn ich jetzt wirklich sage, ey, den mag ich nicht, da klinke ich mich jetzt in sein Funknetzwerk ein, es ist unverschlüsselt und dem haue ich jetzt mal richtig Traffic auf die Leitung und ich weiß, der hat einen Volumentarif, dann muss ich schon zahlen. Wenn ich aber ohne diesen Vorsatz handle, den zu schädigen, muss ich prinzipiell bei unverschlüsselten Netzwerken keinen Schadensersatzanspruch zahlen. Ist aber nicht ganz so gut, wie es klingt, der Pferdefuß kommt nachher. Es liegt ganz einfach daran, das deutsche Deliktsrecht ist relativ eng, also das Recht der Schadensersatzansprüche, ohne dass Verträge vorliegen, ist relativ eng. Es will eben nicht, dass für alles mögliche Schadensersatz gezahlt werden soll. Also man soll sich schon noch normal bewegen können und ohne, dass man jetzt immer gleich damit rechnen muss, Zehntausende Euro Schadensersatz zu zahlen. Deshalb hat es eben beschränkt gesagt, wir schützen nur ganz bestimmte Rechtsgüter, dazu gehört auch das Eigentum. Und das Eigentum ist wiederum nur in sehr beschränkten Modalitäten geschützt. Darunter fällt die Substanzverletzung. Dem Access Point passiert ja nichts. Also wenn ich jetzt den nicht wirklich durchschmore und das und damit auch noch zu rechnen war, ich weiß nicht, ob sowas geht, ja, dann muss ich den schon zahlen. Wenn damit nicht zu rechnen war, und dann auch nicht. Ja. Und auch eine Nutzungsbeeinträchtigung, da gibt es auch nur in sehr ganz geringen Fällen, muss kein Schadensersatz geleistet werden, weil der Access Point ist ja eben weiter benutzbar. Ich nehme im Regelfall nicht die ganze Bandbreite in Anspruch. Sollte ich die ganze Bandbreite in Anspruch nehmen und ist das Funknetz überhaupt nicht mehr benutzbar? Aber selbst dann würde ich sagen, muss der Schaden der als Volumentarif, also der am Provider entsteht, nicht gezahlt werden, sondern es muss eben der Schaden gezahlt werden, der entsteht wegen der Nichtbenutzbarkeit. Auch, aber wie gesagt, also ich begebe mich da auf Neuland, es hat sich dazu eigentlich noch niemand so richtig geäußert und also zivilrechtlich liegt da einiges noch im Argen, aber es liegt halt auch einfach daran, es geht halt jetzt nicht um die Unsummen und damit beschäftigt sich halt dann eigentlich so gut wie niemand. Gibt es ganz konkret dazu, Frank, im Schadensersatz geht es aber noch weiter. Also. Ich habe noch eine ganz kurze Frage. Wenn wir das Ganze mal umdrehen und sagen, okay, der Betreiber hat diesen Access Point und nimmt ein Dritter seinen Access Point und fährt darüber vielleicht Hacking-Angriffe oder sagen wir, gehen wir mal einen Zacken schärfer und lädt sich über Kinderpornografie runter. Da geht das fällt ja auf den Betreiber zurück, weil das ja seine IP dahinter steht. Wie sieht es denn da aus? Weil ich hatte jetzt gerade gehört, da gibt es jemanden, der betreibt einen öffentlichen Access Point. Also da hätte ich da doch meine Bedenken. Also wir müssen unterscheiden zwischen der Außenhaftung des Providers, also kriegt der, was weiß ich, da lädt sich einer einen Film runter, kriegt der vielleicht Ärger mit einem anderen und muss er dann haften. Keine Ahnung. Also ist wohl so, die einen sagen ja, die anderen sagen nein, ich würde mich nicht darauf verlassen, ich würde eher sagen, wahrscheinlich kriegt man Probleme. Im Verhältnis zwischen demjenigen, der den Access Point betreibt und demjenigen, der den Access Point dann benutzt, haben wir hier bei einem unverschlüsselten Netzwerk wohl keinen Schadensersatzanspruch, weil das ist ein sogenannter reiner Vermögensschaden und der ist hier nicht vermittelt über eine Eigentumsverletzung, wie eben gerade besprochen, und deshalb wohl kein Schadensersatzanspruch. Das kann wehtun. Ja, ich habe noch eine Frage zum Thema Volumenstarif. Mhm. Weiß ich ja von vornherein nicht. Ich finde ein offenes WLAN hübsch. Gut, ich bekomme ja die HCP eine IP-Adresse. Ja, das ist eine private IP-Adresse, da weiß ich auch noch nicht, welcher Provider das ist. Ich logge mich irgendwo ein, zum Beispiel mit SSH, auf meinen Server und stelle fest, hoppala, das kommt vom Provider XY. Und ja, dann schaue ich entweder auf der Provider-Homepage nach, was hat der für Angebote, oder ich weiß es, hoppala, der hat eigentlich nur Volumentarife oder der hat eigentlich nur Flatrate. Und brech dann ab, falls das ein Volumentarif ist. Wir haben die Problematik aus zwei Gründen nicht. Erstens ist bei, ich weiß, vielleicht habe ich das nicht klar gemacht, aber es steht eigentlich auf der Folie, oder? Ja, wir haben schon keine Substanzverletzung und von daher schon keinen Schadensersatzanspruch. Also bei unverschlüsselten Netzwerken haben wir keinen Schadensersatzanspruch, von daher kann der auch nichts von mir verlangen. Allein schon aus dem Grund. Und vorher beim Strafrecht?
Da ging es ja auch darum, hat der Volumentarif oder hat er keinen Volumentarif? Ja, da sind wir auch dazu gekommen. Die Folien stehen ja dann auch noch im Netz. Ja. Ich weiß es, also es kommt dann nachher noch eine Zusammenfassung. Da sind wir auch dazu gekommen, dass ja bei unverschlüsselten Netzwerken keine Strafbarkeit gegeben ist. Ah ja. Ja. Also nur bei verschlüsselten Netzwerken. Mhm. Und da auch nur die Computerspionage. Und da eben Computerbetrug und Computerspionage. Aber bei unverschlüsselten Netzwerken haben wir sowohl keinen Schadensersatzanspruch als auch keine strafrechtliche Handhabe. Ah, ja. Also haben wir das Problem eigentlich gar nicht. Das heißt, ich muss eigentlich auch nicht abbrechen, wenn ich feststelle, der hat eigentlich einen Volumentarif, weil ich dann verursache ich ja Schaden bei ihm. Dann könnte man halt an dem Punkt sein, wenn ich das mache, wenn ich das weiß, dass er einen Volumentarif hat und ich den Schaden verursache und das auch will, den Schaden zu verursachen. Und das will man ja dann irgendwie auch. Ich will meine Mails lesen, ich will ein bisschen surfen. Also. Ja, das ist auch wieder so eine Frage, die ist umstritten. Aber wenn ich das eigentlich weiß, dass ich ihm einen Schaden zufüge, und dann sind wir schon so an der Grenze. Aber normalerweise eigentlich nicht. Also wenn es nicht in die vorsätzliche sittenwidrige Schädigung geht, dann kein Schadensersatzanspruch. Ja. Aber es gibt einen anderen Anspruch, der kommt nachher. Okay. Eine Frage noch. Wer ist denn jetzt eigentlich der Betreiber? Also ich stelle mir so eine Homeoffice-Situation vor. Also die Firma stellt den Access Point bereit, bezahlt den Internetanschluss. Und der wird also jetzt in einem Homeoffice, also in einem Wohngebäude benutzt von dem Nutzer. Wer ist jetzt eigentlich der Betreiber des Access Points? Ja, die richtige Frage muss lauten, beim Schadensersatzanspruch, wer ist der Geschädigte? Mhm. Und beim Bereicherungsanspruch, zu dem wir nachher kommen, ist dann eben derjenige, bei dem eingegriffen wird, also derjenige, der die Rechnung bezahlt. Nochmal ganz kurz zu dem Access Point Strafrechtsding. Und zwar, wenn ich jetzt mich da einlogge beim Nachbarn und der hat also das Funknetz WLAN genannt und man guckt sich jetzt die Seite vom Router an und da ist als Standardpasswort schon von der Telekom 0000 vorgegeben. Man probiert einfach mal 1111 aus und schon ist man drauf. Ist das dann immer noch Computerspionage, weil die 1111 diesen Access Point geschützt hat oder ist es keine? Ich würde schon sagen, ja. Okay. Also das Geheimhaltungsinteresse ist dokumentiert und ich habe auch eine Hürde überwunden. War noch eine Frage da hinten? Okay, es geht noch weiter mit dem Zivilrecht und mit dem Schadensersatz. Und jetzt kommen wir langsam in Kategorien, wo dann auch ein Schadensersatzanspruch besteht. Und zwar, wenn das Netz verschlüsselt ist, dann haben wir ja gesagt, liegt Computerspionage vor und Computerbetrug. Beim Computerspionage ist es so, also wenn ich jetzt nur den WEP-Key erlangen sollte und nichts mache, nicht surfe, dann entsteht zwar ein Schadensersatzanspruch, der ist aber nur darauf gerichtet, dass ich den WEP-Key wieder lösche. Ja, also weil dieses Computerspionage schützt eben nicht das Vermögen, sondern schützt eben nur dieses Geheimhaltungsinteresse an dem Datum und das ist damit befriedigt, indem ich den WEP-Key lösche. Ist natürlich in der Praxis Blödsinn, weil ich kann ja auch einfach ändern. Ja, kann aber jedenfalls relevant sein, wenn ich tausende von WLAN-Karten, irgendwie, also von Konfigurationen ändern müsste, aber vergessen wir es. Dann kommen wir weiter zum 263a, Computerbetrug. Haben wir vorher schon gesagt, der ist bei verschlüsselten Netzen gegeben, wenn zusätzlich noch keine Flatrate besteht. Und auch nur dann haben wir ja auch einen Schaden. Der Schaden muss dann auch tatsächlich entstehen. Also es muss wirklich dann auch eine Überzahlung zustande kommen. Oder der sagt eben, ja, ich kann jetzt nicht mehr ins Netz gehen, weil ich müsste ja sonst zahlen. Ja, aber im Regelfall wird das ja auch nicht merken. Und dann besteht eben ein Schadensersatzanspruch auf das, was eben mehr bezahlt werden muss auf der Telekom-Rechnung, Akku-Rechnung, wo auch immer. Paragraph 1004, haben wir gesagt, ist vorher auch, ist ja auch erfüllt, aber ist eine rein juristische Frage, aber jetzt nur hier der Vollständigkeit halber drauf, ist auch nicht relevant, also führt zu keinem relevanten Schadensersatzanspruch. Zu den Schadensersatzansprüchen noch eine Frage. Also nochmal kurz zusammenzufassend, bei verschlüsselten Netzen, wenn der Betreiber, oder sagen wir, nennen wir ihn mal jetzt der Geschädigte, keine Flatrate hat, ja, ich muss bezahlen, was ich mir da, also nicht was ich mir genommen habe, sondern was dem an Schaden entstanden ist. Jetzt kommen wir zum Bereicherungsrecht, da möchte ich jetzt ganz kurz vorher was sagen, weil es ist wahrscheinlich eine Kategorie, mit der Nicht-Juristen wenig anfangen können. Wie Juristen sagen, beim Schadensersatz wird das ersetzt, was der andere zu wenig hat. Beim Bereicherungsrecht geht es genau andersrum. Das, was ich als derjenige, der jemanden anders was weggenommen habe, zu viel habe, muss ich dem wieder geben. Egal, ob dem überhaupt was weggenommen wurde. Ja? Also selbst wenn der keinen Schaden hat, muss ich das, was ich mir geholt habe,
herausgeben. Das ist eine deutsche Besonderheit, das ist aber eigentlich gar nicht so schlecht.